Abonnier uns jetzt kostenlos. Zum Bild. Meinung zu. Wir zocken. Ich gebe dir jetzt einfach random Sachen und du gibst mir einfach deine ehrliche Meinung dazu. Alright. Okay? Was hältst du denn von Stranger Things? Sehr, sehr nice Serie, vor allem die ersten zwei Staffeln, dann war ich leider raus, aber nicht, weil ich keine Lust hatte, sondern einfach, weil ich die Zeit nicht mehr gefunden habe, da in Ruhe. Enough. Wie sieht denn so ein normaler Tagesablauf bei dir ab, damit man sich das mal vorstellen kann, wie viel oder wenig Zeit du eigentlich hast für Serien gucken zum Beispiel? Das ist sehr unterschiedlich, je nach Phase. Also wenn ich drehe, bin ich komplett raus, weil ich dann einfach nichts anderes mache, als von morgens bis abends drehen und dann halt in den freien Tagen oder Minuten mich mit dem Drehbuch beschäftigen. Und in so einer Writing-Phase, ich glaube, das ist so eine Zeit, wo ich eigentlich ganz gut was gucken kann. Ich bin halt so ein Frühaufsteher und dadurch auch so einer, der um 21 Uhr müde wird. Und ich schlafe dann immer ein, wenn ich was gucke. Wann klingelt denn dein Wecker morgens? Unterschiedlich. Zwischen 6 und 8. Boah, krass. Also wenn ich mir keinen Wecker stelle, penne ich halt safe bis zu 11:30, 12:00. Echt? Ja. Da kannst du aber noch guten Morgen sagen, haben wir vorhin schon erklärt. Ja, das stimmt, das stimmt. Hast aufgepasst. Was hältst du denn von TikTok-Trends? Es kommt drauf an. Welchen fandst du denn cringe? Cringe? Ich kann dir ja mal sagen, welchen ich nicht cringe fand. Ja, sehr gerne. Auch schwierig. okay. Ich fand den zum Beispiel cringe, wo sich Menschen gefilmt haben mit so einem Ringlicht hinter der Nackenmuskulatur. Ja, der war super, super mit cringe. Infinity stimmt. Von James Young. Und weißt du, welcher das fand noch? Ich richtig unangenehm. Der, wo die so festgenommen werden und dann so in die Kamera gucken. Oh, das war der cringigste Trend. Ja, da hast du recht. Der war schon sehr unangenehm. Was hältst du denn von Online-Dating? Was ist denn da deine Meinung zu? Ich glaube, jeder so, wie er Bock hat. Und kann und will, oder? Warst du schon mal auf einem Online-Datings-Portal angemeldet, wenn ich dich fragen darf? Auf jeden Fall. Hat irgendwie funktioniert? Ich habe mich auch noch nie mit jemandem getroffen gehabt. Das war eher so ein mir ist langweilig, ich will ein bisschen rumswipen Ding, als jetzt so, wie so ein, als ob man sich so ein Spiel runterlädt. Und ich glaube aber, dass es für Leute, die es richtig ernst nehmen, auch funktionieren kann. Ich meine, heutzutage ist es, glaube ich, sehr schwierig, Leute zu finden, die ernste Absichten haben oder nur das eine wollen. Und so ist es von vornherein, glaube ich, einfach klar und die Leute wissen, was sie wollen. Das stimmt, Facts. Was hältst du denn von Schlager? Ja? Ja? Helene Fischer, wenn ich es vielleicht ein bisschen spezifiziere oder okay. so? Okay, Props an diese Frau und was sie geschaffen hat. Und ich meine, sie ist in Deutschland, glaube ich, wahrscheinlich die mit dem größten Showcase. Ist nicht meine Musik. Ist nicht so mein Musikgeschmack. Bist du atemlos oder so jetzt auf irgendeiner Party oder so? Ist nicht mein Musikgeschmack, aber wenn es läuft, hast du danach einen Ohrwurm. Also irgendwie muss es ja ganz gut sein. Das stimmt. Was läuft bei dir sonst so bei einer Party, wenn du feierst? Ich glaube viel Hip-Hop und R&B und alles so mehr so aus den 90ern und 2000ern. Ah, geil. Okay, ich sehe schon, der Boy hat Geschmack, finde ich sehr gut. Was ist denn deine Meinung zu Socken in Sandalen? Was halten wir davon? Das kommt drauf an, was das für Sandalen sind und was es für Socken sind. Okay, also was ist geil und was ist shitty? Also ich finde es zum Beispiel schwierig, so Flip-Flops mit Socken anzuziehen zum Beispiel. Ich hasse ja auch das Flip-Flop-Geräusch, ne? Immer dieses Flip, Flip. Flupp, nee, das geht gar nicht. Mm-mm. Und Birkenstock mit Socken ist halt so, ich finde die geschlossenen, die vorne zu sind, ich weiß nicht, wie die heißen, wenn du da so einen dicken Wollsocken im Winter anhast, das finde ich vielleicht ganz cool. Aber die offenen, also wo man die Zehen sehen kann, dann lass die Socke halt auch weg. So, das verstehe ich nicht. Ich denke mir auch immer so, wenn man die Zehen sieht, das erinnert mich immer an diese komischen Zehenschuhe. Weißt du, was ich meine? Ich will auch, ich bin ehrlich, ne? Ja. Ich will keine Zehen sehen von Menschen. So, ich will es einfach nicht. Finde ich sehr gut. Ich will es nicht sehen. Finde ich auch nicht. Ich will nicht mal meine eigenen sehen. Weißt du, da hört es schon auf. Zehen sind einfach so, die sollte man für sich privat lassen. Ja, finde ich gut. Was hältst du denn von Instagram Dark Mode? Hast du deins in Dark Mode oder in White Mode? Funny Fun Fact. Ich habe vorgestern im Flieger versehentlich alles wieder auf hell eingestellt. Ich hatte es davor alles im Dark Mode. Und jetzt ist es auf hell und ich denke, oh, ist auch irgendwie ganz nice. Jetzt lasse ich es gerade so. Okay. Ja. Letzte Meinung-Zufrage tatsächlich. Was hältst du denn von Features? Ich habe nämlich gesehen, du hast kein einziges auf deinem Album. Ist wirklich komplett solo, ne? Korrekt. Ich habe im Großen und Ganzen voll Bock, mit ganz vielen Künstlern was zu machen. Aber für mich war es hat sich irgendwie nie so richtig ergeben bisher. Und ich finde, sowas sollte sich ergeben. Es sollte auf keinen Fall so ein Label-macht-jetzt-klar-Ding sein. Und für mich als Schauspieler, der dann irgendwie in diese neue Musikwelt reintappt und sagt, okay, ich will auch in dieser Welt ernst genommen werden, war es halt voll wichtig, jetzt auf gar keinen Fall irgendwie so das Sido-Feature zu machen, was mich jetzt groß rausbringt, sondern ich will es irgendwie aus eigener Kraft schaffen. Aber wer weiß, was in den nächsten Monaten noch kommt. Auf wen hättest du denn Bock?
Oh, da gibt es viele Leute, auf die ich Bock hätte, glaube ich. Hau mal raus, vielleicht manifestieren wir das hier. Trettmann, Breezy, Mayan, Crow, Celine, Nina Chuba. Oh ja, die ist auch richtig ja, fresh. Ja, Nina ist sehr fresh. Geil. Ich glaube, ihr würdet auch extrem viben. Ich schätze euch relativ ähnlich, so von der Personality her ein. Ey, es hat mich auf jeden Fall wahnsinnig gefreut, dass du heute hier warst. Deine Nummer 1 für neue Musik.